Also, rein in die entscheidende Phase der Gruppe B und wir freuen uns ein weiteres Mal über Phil the Power Taylor und seinen kongenialen Partner Iron Man Frank Rosin. Taylor und Rosin werden herausgefordert von der aktuellen Nummer 2 Deutschlands, The Wall, Martin Schindler und dem wirklich gut aufgelegten Marcel Scorpion. Also ich bin mir sehr sicher, dass genau dieses Match für Marcel Scorpion eine ganz, ganz große Nummer ist. Der ist seit Jahren Dart-Fan. Der hat mich schon so oft auch hier via Twitter und sowas kontaktiert, weil der so einen Bock hat auf Darts. Und jetzt darf er gegen Phil Taylor ran. Und das ist seine einzige Chance wahrscheinlich in seinem ganzen Leben, dass er gegen Taylor mal hier ein Leck spielen darf. Und vielleicht kann er ihn ja sogar ein bisschen ärgern. So, George Noble, the Puppy. Das ist sein Spitzname, weil er in Mitte der 90er Jahre einer der jüngsten Caller war auf dem Profi-Circuit. Also nicht der Papi, der Vater, sondern Welpe. George Noble gehört auch seit vielen, vielen Jahren zum Profi-Dart-Circuit dazu. Marcel Scorpion hat seine drei Practice-Darts geworfen und jetzt ruft The Power Frank Rosin zu sich und sagt, Junge, jetzt erstmal aufs Bullseye gleich. Marcel wird beginnen. Hat eben das Single Bull getroffen. Jetzt ist er ein bisschen weiter weg. Möglichkeit. Frank Rosin ja eben noch mit dem Treffer im Bullseye. Hoppla. First out, Marcel wins. Den nimmt er mit, so nett ist er. Frank Rosin. Er kriegt irgendwie kein Lächeln ins Gesicht. Er würde so gern besser werfen. Und guter erster Dart. Und schaut euch das mal an. Oh, das sind 123 Punkte von Marcel Scorpion. Der wird mit jedem Match ein bisschen lockerer. Und das könnte tatsächlich ein ganz entscheidender Faktor werden, wenn es hier darum geht, diese Promi-Darts-WM 2018 zu gewinnen. Wie ist die Antwort von Frank Rosin? Ja. 53 Punkte, das ist in Ordnung. Frank Rosin hat insgesamt einen Turnier-Average von nur 30 Punkten, liegt also gerade deutlich drüber. Das heißt, er wirft im Schnitt mit einer Aufnahme 30 Punkte. Da ist Scorpion doch bei 44 Zählern ein ganzes Tick besser. Der ist eigentlich ein bisschen hoch für Taylor. Bleibt er da oben auf der Triple 20? Ja. Er legt seine Darts immer wieder auf den, der schon im Board steckt, weil sie so waagerecht im Board stecken. Und deshalb war die Chance gerade ganz schön gering, dass er hier die 180 würde erzielen können. So, jetzt sagt er, Jungs, ich bin angekommen. Marcel Scorpion, auch von der Körpersprache her, immer selbstbewusster. Nach der 123, jetzt die 60. 24. Nee. Und das schmeckt ihm nicht. Nee. Punkte von Schindler, 139 Rest. Taylor muss so ein bisschen korrigieren, muss retten. Das sind nur 40, das sind 45 Punkte von The Power. Ja, kommt in den besten Familien vor. Warte. 63 hat er Rest. Die 13. Ja, das war die 4. Hat 59 also jetzt noch stehen, hat die 13 knapp verpasst. Oh, da gibt es Lob vom Großmeister. Und auch die Darts von Frank Rosin. Also, wir haben ja gesagt, dass die von Baxter, dass er die immer so ins Board knallt. Auch die Darts von Rosin stecken bis zum Anschlag im Board. Das besteht ja aus Sisalfasern, also einer Naturfaser. Man hat in der Anfangszeit einfach auf Holzscheiben geworfen, hatte dann irgendwann das Problem, dass man immer Löcher hatte. Die mussten dann in Wasser gelegt werden, diese Scheiben, um das Holz aufzuschwemmen. Dann spielte man eine Zeit lang auf Tonscheiben. Oh, ah, perfekte Aufnahme von Taylor. Stellt 32 Punkte Rest. Doppel 10 erstmal für
Marcel Scorpion, eine Chance hat er noch. No score. Nee, wir sehen kein Finish eines Promis. 32. Oder jetzt? Frank Rosin, Doppel 16. Ja, eins runter. Oh, die Mitte. Ah, der letzte war in Ordnung. Der war knapp vorbei. Martin Schindler, Doppel 10. Ja, mit dem ersten Dart getroffen. Und damit geht das erste Leck an the wall. Und Marcel Scorpion. So, und jetzt wird es wichtig. Jeder Erfolg in der jetzigen Phase der Gruppe B natürlich enorm wichtig, um hier eventuell es ins Halbfinale zu schaffen. Also man hat eine Zeit lang dann, weil ich eben sagte, man hat auf Ton gespielt. Das war die Idee, dass man ein Material suchte, das, bei dem die Löcher wieder zugingen. Aber es hatte halt keinen Klang, keinen Sound. Und dadurch kam man irgendwann auf diese Sisalfasern und seit den 1940er, 50er Jahren gibt es genau diese Dartboards. Was kosten sie, wird auch hier auf Twitter gefragt. Ja, kosten so 30, 40 Euro in etwa. Ist alles nicht teuer. Das ist das Tolle am Darts. Jeder hat letztlich die Möglichkeit, diesen Sport, dieses Spiel zu betreiben. Das ist die Doppel 20. Boah, der nagelt die rein. Der hat eine Kraft im Arm. Der Iron Man. Und nochmal ein Triple. 20er Treffer von Marcel Scorpion, der hier sein bestes Match mit Abstand spielt. 305 Rest. Ja, kriegt er noch ein Triple hin? Nee. 59 Punkte nur, das ist zu wenig. Frank Rosin hat viele Finger da am Dart, eher ungewöhnlich von der Haltung her. Erstaunlich, dass er da ein Gefühl für hat. Ich weiß gar nicht, wer ihm das erzählt hat, dass er den Dart so anpackt. Hält er auch so seine Messer oder was? 25, 45, 201 Rest, 31 Punkte weg vom Finish. So, jetzt kommt hier eine Frage, wie werden die Punkte zusammengezählt? Das verstehe ich nicht ganz. Also einfach jeweils die Wertigkeit des einzelnen Feldes und das wird dann zusammen addiert. Das ist eine einfache 20 und das ist nochmal eine 20, das macht 40 und da zählen wir schon zusammen und das sind 59. Schon mit dem Doppel 20 erwischt. Die sieht er natürlich nicht an. Der rutscht in der Dart so ein bisschen aus der Hand. Aber das sind gute Scores, die er da erzielt. Und jetzt auch mal mit dem Finger nach oben. Das macht ihm jetzt auch ein bisschen Spaß. 82 stehen dabei Schindler. 85 für The Power, um in den Legs auszugleichen. Triple 19 Villa. Das sind 66 Rest. Die Triple 16 für die Doppel 9. 76. Und Schindler könnte 82 Punkte checken. Hat schon 90 gecheckt heute Abend. Geht er übers Bullseye? Ja, hat er versucht. Sind 57 Rest, 17 für die Doppel 20. Trau, das ist die Doppel 17. Die wollte er natürlich nicht haben. Damit hat er keine Möglichkeit zu checken. 66. Das sind 66 Punkte, macht 16 Rest. 9. 1. Yes. So 1. Die 1. 1. Double 4. Okay, I got it, I got it, dude. Er hat doch mal ein Lied sogar rausgebracht, Frank Rosin. Das hieß 1. 2.14 war das. Hoppla. Und jetzt schrift er die Triple 20. Das darf doch nicht wahr sein. What means? No score, nimm das Ding raus. Huh? Nimm es, ne, er will. Huh? Einfach rausziehen. Er hat sich überworfen.
Martin Marcel requires 16. Doppel 8. Doppel 8. Ein bisschen runter. Nee, das ist die 11, macht 5 Punkte Rest. 1, Doppel 4. Vielleicht kann Taylor jetzt Rosin zeigen, wie das geht. Es trifft die 18. No score. Taylor trifft das große Feld nicht. Und es kommt ein leises Sorry. 1, Doppel 2. Matchstart für Martin Schindler. Doppel 1. Da ist er schon mal dran verzweifelt. Ich glaube, genau das hat er jetzt im Köpfchen oben drin. Ah, das ist das Verzwackte im Darts. Das holt dich alles irgendwie wieder ein. 1, Doppel 4. Ja, das ist die 1. Doppel 4. Doppel 4. Guter erster Dart war das. Schön mittig. Ah, das ist die 6, macht 2 Punkte Rest, Doppel 1. Jetzt stehen sie beide im Madhouse, beide bei der Doppel 1. Ja, ja, der ist drin! Frank Rosin ist der erste Promi, der hier einen Check. Ich werde verrückt und damit gleicht er aus. Jetzt lacht er und jetzt strahlt er und jetzt reißt er die Arme hoch, als hätte er das Match gewonnen. Was macht denn Phil Taylor jetzt? Der geht. Wie, bleib hier, Phil. Du hast noch nicht gewonnen. Oder meint er, das kann der Rosin jetzt alleine machen? The Power verschwindet. Komm zurück, Phil. Wir brauchen dich. Frank Rosin checkt die Doppel 1. Ich kann nicht mehr. Und das war auch schon ein guter erster Dart in dieser Aufnahme. Ich hab's euch gesagt. Jetzt plötzlich kommt der Zeigefinger. Oh. Und jetzt pumpen sich die Promis hier auf. Down, Alter. 140 Punkte. Jetzt lass mal richtig krachen. Das muss ihm doch Mut machen. Das muss ihm doch Selbstvertrauen geben. Ja, und dann kommst du ganz schnell wieder runter. Dann checkst du eben noch die Doppel 1. Bist für so ein paar Sekunden der Held. Und danach hängst du wieder im Keller. 7 Punkte. 60. 60 Punkte. Taylor muss jetzt Gas geben. Jetzt sind sie weit, weit zurück. Ja. Die Triple 19 versucht er nochmal. 96 Punkte hat er. Schindler, Scorpion sind 97 Punkte vorne. Und Scorpion kann den Vorsprung noch ein bisschen ausbauen. 45. Das ist okay. Er hat genau recht. Wenn er das hinbekommt, zwei Darts in die einfache 20, ist die Welt des Marcel Scorpion absolut in Ordnung. Das sind 6. 6. Eben 7, jetzt 6. Jetzt wird's. Jetzt wird's dünn. Auch das haben wir schon mal erlebt auf dem Profi-Circuit, dass ein Spieler mit der Faust gegen das Board schlug, aus Wut, aus Verzweiflung, aus Ratlosigkeit. Da kassierst du dann bei der PDC eine richtig saftige Geldstrafe. Das gehört nicht zum Kodex. Das geht nicht. Der fällt ihm raus. 61 Punkte. 196 sind es. Was macht Scorpion? 20. Das sind 60. Das sind 80. Glücklich mit der Doppel 20, aber sei es drum. Getroffen ist getroffen. 116 Rest. Eine Möglichkeit für Martin Schindler, hier zum Sieg zu kommen. Und sie sind weit, weit zurück. Nicht drin, ne? Nee, der ist nicht drin. Der ist nicht drin. Der ist nicht drin. 116. Guter erster Dart. Noch eine 19 für die Doppel 20. Matchstart. 76. Und sie haben Zeit. Und wenn schon Frank Rosin hier eben gecheckt hat, warum nicht auch Marcel Scorpion? Ich finde, der hat sich so ein Finish jetzt verdient. Und er hat doch drei Darts in der Hand und hat doch drei Möglichkeiten. 100. Spielt übrigens mit den Michael van Gerven Darts. Doppel 20. Diese, was ist das denn? Was ist das denn? Die ersten beiden stecken da im Surround.
199, noch keine Möglichkeit zu checken. Auch nicht für Frank Rosin. So, und Schindler muss es jetzt machen. Basta, der muss es jetzt machen. Doppel 20. Double Trouble hin oder her. Jetzt checken. Ja, und das ist der Sieg für Martin Schindler und Marcel Scorpion. Und Marcel Scorpion wird allen erzählen können, ich habe Phil Taylor geschlagen. Da wird es ein paar Videos geben auf seinem YouTube-Kanal. Da kann man von ausgehen.